jetzt miteinander erleben. Er ist sie und sie ist er. Ich will Sie nicht irritieren, meine Lieben, aber viele meiner Gäste heute waren sich nicht ganz so sicher, was sie denn nun eigentlich sind. Wieder die Natur, ich lebe im falschen Körper, ist die Frage und die Antwort zugleich für viele meiner Gäste und mein Thema heute. Mein erster Gast ist Gloria Gray. Sie wurde auf Platz 16 von den 50 beliebtesten Singles in München gewählt. Und das war nicht ganz so klar, wie Sie jetzt vielleicht denken werden für die Gloria. Hier ist sie, herzlich willkommen. Gloria Gray, also weiblicher geht's nicht. Du bist Dankeschön. Das Sinnbild der Weiblichkeit. Aber das war, glaube ich, nicht immer so, gell? Nicht wirklich, nein. Zu einem großen Teil ja, aber wie man an meiner Stimme erkennen kann, habe ich eine männliche Vergangenheit. Aber eine sehr erotische Stimme. Viele Frauen wünschen sich so eine Stimme. Ich bin sehr zufrieden damit. Ja? Ja. Eine männliche Vergangenheit, sagst du, das heißt, du bist als Bub auf die Welt gekommen? Ja, genau. Ich bin als Bub auf die Welt gekommen, ja. Wo? In Deutschland, im tiefsten bayerischen Wald, ein kleines Örtchen, 10.000 Seelen leben da, Zwiesel. Kennt man kaum, vielleicht kennt man es jetzt ein bisschen besser. Durch mich und durch sehr gutes Glas und viel Holz. Vor der Hütte. Genau. Gloria, wann hast du denn bemerkt, dass da irgendetwas in dir anders ist? Barbara, das habe ich gemerkt und gewusst, seit ich denken kann. Konkret seit dem 4., 5. Lebensjahr wusste ich, dass etwas nicht stimmt. Dass ich nicht so bin wie die anderen und dass ich es früher oder später mal ändern muss. Wo hast du es denn bemerkt oder entdeckt? Also, du hast es gewusst, aber wo? Waren es bestimmte Ich glaube, das ist ein Körpergefühl, ganz einfach. Das muss einem niemand sagen. Genau wie circa 6 Jahre war ich alt, wusste ich, dass es nicht richtig ist. Habe auch nicht darüber gesprochen. Mir hat auch nie jemand gesagt, was das ist. Wurde nicht aufgeklärt. Ich habe niemanden gefragt danach, weil ich Angst hatte vorm Anderssein. Trotzdem wusste ich es. Ich kann es nicht erklären, woher.